takes a certain energy to make things. So, mal ein paar Panzer schnetzeln. Beziehungsweise versuchen. Was dann? Ich sag mal ein paar Panzer schnetzeln. Gestern hatte ich es auch mit dem Leo geschafft, dann am meisten Schaden zu fahren, zu überleben und dann noch zwei Abschüsse zu machen. War lustig. Haben sie alle geguckt, ey. Okay. Mann, wieder nur Volltrottel unterwegs, ey. Malinowka.
Ja. Da hat's mich zerschrotet. Oh, Live Oaks. Da ist der See in der Mitte immer so toll. Naja, ich werde auch für heute Schluss machen. Wir sehen Alles uns klar. morgen, ne? Jo, ciao, ciao. Bis dann, ciao. User disconnected from your channel. Na jo, so. Letzter MTS. Und damit dann kann das Gefecht losgehen. Live Oaks. Tier 5, Tier 6. Nein, keine Tier 6, aber dafür Tier 5. Tier 3 sogar dabei, Tier 3 Ari und leichte. Das wird auf jeden Fall lustig hier. Wir sehen, da ist gerade ein leichter Tank T26 auf der linken Seite durchgebrochen und keiner interessiert sich dafür. Das war ein Bounce vom T26, der da noch steht. Da haben wir die Kanone des KV-1. Und da haben wir eine 429er Hardkern abgekriegt vom KV-1. Der ging direkt durch. Also wenn die T25 loskommen. Kritischer Treffer.
Tja, noch so eine Gruppe, die sich niedermähen lässt. Da sieht man, dass die schweren Panzer sich nicht trauen vorzufahren. Und das war's für uns. Raus hier. Ja. Artillerie kann geknickt werden. Der KV-1, der hier mitfährt, und der kleine GH leider auch. Ja. Nächstes Gefecht. Nun, man kann nicht immer gewinnen. Man kann nicht immer der Beste sein. Wir sehen Super Pershing. Wir haben verloren, haben aber dennoch 36.000 gemacht. Schauen wir uns mal den Report an. Ja, immer noch 25.000 plus. Und das nur mit dem Super Pershing. Gehen wir doch wieder ran. Ah, und da sind wir mit dem Leopard PTA mit einer 9er. Unterwegs T54, 9er, dann IS-3, KV-5, Löwe, T34, Tiger 2, Tiger 2 und dann gegen den E75, WZ-120, IS-3, ein Löwen und ein T34 auf der anderen Seite. Nun, schauen wir mal, wir haben auch noch einen Jagdtiger gegen uns und eine Rheinmetall-Borsig ist vorhanden als Gegner. Wir werden uns mal auf die rechte Stadtseite konzentrieren. Wir sehen, der Leopard wesentlich ja, den Hügel nehmen wir mit. Da fährt uns die Rheinmetall-Borsig vor die Füße. Ich weiß nicht, warum die gerade hier antaucht. Da waren die Einschläge zu hören. Und da haben wir eine WZ-120. Und wir haben zwei Treffer direkt eingesteckt. Der PTA steht. Ich weiß nicht, was der Rheinmetall-Borsig hier jetzt... versucht. Oh, und da vorne ein Tiger 2. Eigentlich war die Kommandantenluke das Ziel, aber der Schütze hat wieder verfehlt.
Wie wir sehen, ist da immer noch viel los. Und schon wieder abgeprallt, sein Bouncer. Da hat es den PTA erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Den WZ einverzwiebelt. Und wir haben überlebt, dieses heftige Scharmützel. Und, ja, zwar kein Schuss, beziehungsweise kein Abschuss, aber wir haben überlebt mit 213 Punkten. Und lieber überlebt als tot. Etwas Schaden gemacht, den E-75 lahmgelegt, damit der Bohr sich einmal seinen dicken Ömmel da rüberhalten kann. Und wir sehen, dritte Überlegenheitsklasse, dann sind wir bombensicher. Muss mehr Schaden erhalten, als ihr Fahrzeug Strukturpunkt hat. Toi, 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 T26. Und wir haben 56.000 Credits gemacht. Und hier sehen wir auch, es sind 75% der Trefferquote. Nicht schlecht eigentlich. Ja, zwar nur 701 Schaden, ja. Ermöglicht und verursacht, ja. Gut, wir haben was ermöglicht. Sind bei 20.000 raus, weil wir weil ich eben die Premium-Munition genommen habe. Ja, ist vollkommen okay. Gut, dann versuchen wir nochmal mit dem Japaner. Ich müsste die Japaner auch weitermachen. Ich habe den Chinu, welcher ein 5er ist, und danach eben den Chito, Chiri, STA-1 die Version, und dann der Typ 61, welcher mittlerer Panzer ist, der ähnlich des Typ 62 ist, nur eben etwas, ja, größer als der chinesische. Ja. Gehen wir in den, Chinukai. Wir sind wieder gegen etwas schwergewichtigere Panzer unterwegs. Wir sehen drüben. Ja. Wir haben gegen T-92, T-29, ein KV-3. Und ein Black Prince, welcher einen sehr guten Status hat. Der Caffey. KV-1, KV-85. Müsste man gucken. Bewegung! Wir werden uns hier mit dem T-29 und den AMX M4 anschließen. Das heißt, wir gehen auf die linke Seite und versuchen uns dann über C8
C9 runter auf die feindliche Basis vorzuarbeiten. Die Scouts haben schon, oder der Scout hat schon ersten Kontakt. Tiger 1 vorpreschen. Nimmt natürlich auch ein paar Bäume mit, der Junge. Der Panther hat schon Stellung bezogen. Und wir sehen da schon VK. Durch und kriegt auch gleich eine verpellt von unten. Hier oben ist genug dran. Ich werde mich runter zum Tiger 1 begnügen, damit er da ein bisschen Unterstützung hat. Jetzt links die Flanke hochfahren, ich muss nur... Da ist der VK. Der Turm steckt fest. Wir sind Turm geschädigt. Und da ist, wie ich vermutet habe, der T-34 ums Eck gekommen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Fahrzeug zerstört. Und da wurde ich erledigt durch den K-43. Der Tiger, ist leider nicht in der Lage, da und da wurde der T-43, ich sag mal T-34, jawohl. Tja, ich meinte den T-43, wurde auseinandergenommen. Und da sehen wir einen T-25AT.
schöner Praller hier. Jetzt muss er nur gut nachladen und den Black Prince jetzt noch erledigen und dann... Was leider nicht passiert ist, aber dafür hat er den KV-1 erledigt. Wir sind bewegungsunfähig. Kette repariert. Weiter geht's. Und da ist der T29 leider zerstört worden durch den anderen T29. Wir haben eine, na Moment, eine 50-prozentige Überlegenheit. Jedoch haben wir von der HP-Anzahl eventuell 179 zu 1756. Wir sollten eventuell nicht versuchen, alleine vorzugehen. Da ist der T29 weg und... Benzintank getroffen! Kette beschädigt! Der Benzintank des VK3001 ist getroffen. Black Prince versteckt sich da hinten noch. Setzt einen Schuss ab, welcher knapp vorbeiging, muss ich sagen. Das war ein sehr guter Schuss. Da war der nächste Schuss, der gesessen hat. Und da ist der nächste Treffer. Hier muss der VK jetzt... Sollte er sich zurückziehen? Eventuell können sie den... Prince einkesseln, was ich nicht denke. Sie sollten eigentlich eventuell eher dann cappen. Und da ist der Black Prince zerstört worden durch den Tiger 1. Gutes Match, muss man sagen. Sehr ausgeglichenes Match. Der Black Prince hat ist doch recht das Match am Leben erhalten können für die feindliche Gruppe drüben, aber ja, Premium, zu viel Goldmunition verschossen, sind nur 3347, welche reingekommen sind. Gut, man muss sagen, der Chiha ist, der Chinukai sollte auch dann nicht, wie ich ihn jetzt verwendet habe, als Sturmpanzer oder sonstiges verwendet werden. Man sollte ihn doch eher dann aus der Entfernung mehr nutzen, weil Seitenpanzerung von 25, 50 vorne... Ja, das ist... Oh, wir machen noch ein Gefecht. Und zwar machen wir jetzt ein 10er Gefecht mit dem Leopard 1. Eventuell gelingt mir dasselbe wie gestern. Wir werden mal sehen. Weil der Tag neigt sich dem Ende. Es ist noch 4 Minuten hier in Irland, der 1. Oktober und somit ist noch mein Geburtstag. Wollen wir mal sehen, vielleicht ist mir das Glück heult und ich schaffe noch etwas. Geht's. Folgen wir dem Herde. Drück drauf, Cowboy.